Und da sind wir bei Lifestyle. Lange Zeit war Steuerhinterziehung, wenn man so will, ein Kavaliersdelikt. Und inzwischen beherrschen natürlich berühmte steuerhinterziehende Prominente eher die Schlagzeilen, wie natürlich etwa Uli Hoeneß. Über den wollen wir jetzt aber nicht unbedingt sprechen, über den Uli. Ich möchte mich vor allem mit meinem Gast unterhalten und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Bestseller-Autor Richard Lechner. Schönen guten Tag. Freue mich, dass es geklappt hat heute, dass Sie hier bei mir zu Gast sind. Wir werden über das neue Werk von Ihnen natürlich sprechen. Schwarzgeld, Nummernkonten und andere Steuerlügen. Bevor wir aber darüber sprechen, über dieses Werk, Sie sind ja seit wirklich über 25 Jahren im Bereich des Steuerrechts tätig. Wie sind Sie überhaupt in diesem Bereich gekommen, von dem er normalerweise der Laie, also ich persönlich würde es auch sagen, eigentlich ja doch ein unglaublich trockener Bereich ist, was wir uns so darunter irgendwie vorstellen? Ja, das hat mich eigentlich immer schon fasziniert. Und wenn Sie für eine Sache brennen und wahrscheinlich das Einzige ist, was Sie können, dann macht man das auch. Macht man es einfach, ja. Und mein Vater war früher bei DATEV Anwendungsberater. Ja. Meine Schwester ist Steuerberaterin und es ist irgendwie auch in den Genen gelegen, ja. Und hat mir von Anfang an Spaß gemacht und war eben auch die Begeisterung von Anfang an da. Ja. Und vor allem auch die Begeisterung. Es war ja auch mehrere Jahre auch Leiter der Steuerabteilung für eine der größten tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Und 2002 ging es dann ein bisschen weiter mit der eigenen Steuerberatungsgesellschaft auch. Nachdem ich eben 2 Jahre der Abteilungsleiter war in der internationalen tätigen Steuerberatungsgesellschaft, habe ich 2002 die Kanzlei gegründet. Und dann vor kurzem, vor 2 Jahren, bin ich dann eben ins Vortragsgeschäft gewechselt. Ja. Seitdem bin ich Vortragsredner und das macht mir jetzt eigentlich fast genauso Spaß wie das Steuerrecht. Ja, also richtig auch gebucht dann auch von Unternehmen, wirklich auch als Speaker dann zu den bestimmten Themen. Als Speaker auch. Eben auch zu dem Thema Schwarzgeld, Nummernkonten und andere Steuerlügen. Ja. Und für Unternehmer, Entscheider, verschiedene Kick-Off-Veranstaltungen und eben Jubiläumsveranstaltungen und Geburtstagsfeiern, je nachdem. Ja, genau. Wenn wir gleich nochmal uns über das Buch dann unterhalten. Irgendwann kam dann die Idee, weil wie gesagt so lange Jahre ja natürlich schon die Karriere in diesem Bereich tätig war, diese Sachen auch mal aufzuschreiben, was Sie vor allen Dingen auch persönlich erlebt haben. Da sehen wir es auch gerade im Hintergrund natürlich, das Buch. Ich meine, ich persönlich, das sind so Sachen, die kenne ich jetzt nur aus dem Fernsehen, wenn man jetzt die Uli Hoeneß Geschichte beispielsweise denkt. Aber es gibt ja vor allen Dingen auch im privaten Bereich, es gibt ja wirklich auch einen Graubereich, was Sie ja selber auch sagen, wirklich einen Graubereich zwischen der Steueroptimierung und der Steuerhinterziehung. Und das ist eine Geschichte, was eigentlich, wenn man so will, alltäglich auch so, was der Nachbar eigentlich macht, was eigentlich im Prinzip, auch wenn es unbewusst ist, vielleicht ist auch richtig. Wirklich sehr, sehr viele Leute macht und nicht nur die Leute, die jetzt wirklich durch die Presse auch geistern. Genau. Ja, bei mir war eigentlich so, die Inspiration zum Buch zum Schreiben war eigentlich so, dass man eigentlich die Geschichten sind ja aus dem Leben gegriffen. Keine prominente Fälle, kommt man irgendwann drauf, dass eigentlich der Hausarzt zum Beispiel, den man regelmäßig besucht, man kann sich nicht vorstellen, dass der Steuern hinterzieht, vielleicht die eigene Verwandtschaft, die Tante, die eigentlich immer sehr freundlich ist, hinterzieht Steuern oder eben auch das Lieblingscafé um die Ecke oder das Lieblingsrestaurant schleust teilweise immense Summen am Fiskus vorbei. Ja. Gibt es da ungefähr eine Vorstellung, wenn Sie sagen, auch immense Summen, wie viel das irgendwie insgesamt, ich meine, es ist ja auch von Bundesland zu Bundesland natürlich verschieden, aber gibt es da ungefähr eine Summe, wie viel da wirklich dann auch dran vorbeigeht? Also, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, zum Beispiel macht man ja auch die Buchhaltung für Unternehmen, für Restaurants oder Restaurante und so und spricht man hinterher auch und erst kürzlich habe ich mit einem Restaurantbetreiber gesprochen, habe die Buchhaltung besprochen, die wirtschaftliche Auswertung besprochen und Personalkosten durchgeschaut, Rohgewinnaufschlagssätze. Unser letzter Satz war einfach, wir waren per Tour, Richard, diesen Monat habe ich 20.000 Euro schwarz gemacht. Ist das zu viel? Und so eine Sachen schockieren einfach, ja. Und das ist natürlich auch wichtig für die breite Bevölkerung, dass man sowas eben auch in einem Buch zusammenfasst. Und das hat mich inspiriert, das Buch zu schreiben. Ganz wichtig natürlich bei diesen Geschichten auch, das haben wir eben auch im Vorfeld ganz kurz schon vor der Sendung auch besprochen. Die Geschichten, klar, haben Sie erlebt, aber es ist natürlich vollkommen verändert. Also sowohl die Namen selbstverständlich, als aber auch die Orte, die zum Teil auch im Buch drinstehen. Teilweise auch der Restaurantbetreiber aus Köln spielt dann in München oder ein chinesisches Restaurant ist dann einfach Italiener. Ja. Geschichten, die ich erlebt habe, habe ich Kollegen zugeschrieben oder die Geschichten, die Kollegen erlebt haben, haben sie mir zugeschrieben. Ja. So war das Ganze. Aktuell ist es ja erhältlich, unter anderem auch bei Amazon, ist ja wirklich ein absoluter Bestseller schon und viele Leute schreiben, und das fand ich auch ganz faszinierend, dass als wenn sie es gelesen haben, dass es doch unglaublich spannend ist, fast schon Thriller, fast schon Krimi-mäßig.
einige haben wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt kommt wieder irgendwie eine Fachliteratur zum Thema Steuern. Aber das ist ja auch zum Teil wirklich schon, ich will nicht sagen, es geht ja groß in den kriminellen Bereich jetzt irgendwie rein, aber es ist ja doch schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vor allem müssen Sie ja auch eine gewisse Diskretion natürlich auch wahren. Das ist richtig, ja. Und das waren einfach nur die skurrilen Geschichten, zusammengepackt, wie gesagt, aus den verschiedenen Branchen. Es kommen Aktiengesellschaften vor, ja. Restaurants, Ärzte, die eigene Ehefrau, die den Ehemann betrügt und unter Umständen auch die Unterschlagung macht. Ja. Dann ist ein Kapitel über Cockpit-Controlling, wo man eben auch den Buchhalter ertappt, dass er einfach Geld unterschlägt. Ja. Und da ist man ein bisschen Detektiv. Und hinterher das ist tatsächlich so ein bisschen detektivische Arbeit auch dann. Ganz genau, das ist richtig, ja. Ja. Detektivische Arbeit, vor allem, weil man natürlich viele Sachen aufdeckt. Die letzten 20 Jahre waren bestimmt 30, 40 Fälle dabei, Unterschlagungen von Angestellten, ja. die einfach den Unternehmer einfach betrogen haben. Ja. Wir werden uns gleich noch ein paar dieser Geschichten mal etwas ausführlicher anhören. Das gibt es unter anderem auch bei Ihnen auf der Facebook-Seite zu sehen, beziehungsweise auch bei YouTube. Bei uns auf der Seite gibt es natürlich auch alle Informationen zu Richard Lechner. Da ist auch das Video zum Buch zu Schwarzgeldnummerkonten und andere Steuer. Moment, wo haben wir es? Andere Steuerlügen. Vor allem, da war eine Geschichte, die werden wir uns aber gleich erstmal in Ruhe von Ihnen erzählen lassen. Die fand ich ganz kurios. Da ging es um ein Arzt-Ehepaar in Scheidung. Und was der Arzt, Zahnarzt, was er wirklich gemacht hat, eine unglaubliche Geschichte. Da werden wir gleich ganz in Ruhe uns darüber unterhalten. Bin sehr froh, dass Sie hier sind. Bestseller-Autor Richard Lechner natürlich heute mit seinem aktuellen Werk, was Sie übrigens auch gewinnen können. Zwei Exemplare haben wir hier unten auf dem Tisch liegen. Natürlich eine Mail, das kennt ihr schon, an die redaktion@nrw.tv schicken. Große Frage müsst ihr gar nicht beantworten, aber mit etwas Glück könnt ihr eins dieser Bücher gewinnen von meinem Gast heute, von Richard Lechner. Gleich natürlich mehr dazu hier bei Lifestyle. Jetzt geht's erstmal rüber. Natascha hat sich eingestöpselt zum Klickblick.